Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte, dass du frei von Versagensängsten, von Stress und Belastungen zu einem erfüllten Sexualleben findest. Mit Spaß, mit Freude und mit ganz viel Erfüllung in der Sexualität. Dabei helfe ich dir. Und heute soll es hier um das Thema Masturbation gehen. Ja, Masturbation, sich einen von der Palme wedeln, sich einen runterholen und so weiter und so fort. Du kennst diese Begriffe alle. Wir kennen sie alle. Wir wissen genau, worum es dabei geht, bei Männern wie auch bei Frauen. Jedoch sind Männer in dem Bereich ein bisschen, haben eine spezielle Situation. Aus verschiedenen Gründen. Aber wie auch immer bei meinen Videos, die weiblichen, die Frauen sind davon natürlich nie ausgeschlossen. Ihr dürft gerne immer weiter euren Partnern Bescheid sagen. Guckt ihr das Video an, das hilft dir, oder nimm Kontakt zu dem Nils auf und der hilft dir, deine sexuellen Blockaden und Hemmungen zu überwinden, die nicht selten auch einfach nur schambehaftet sind oder mit Schuldgefühlen. Oder wo es auch einfach viele, viele falsche Vorstellungen gibt. Und ich möchte heute ein bisschen die Kante brechen mit der Masturbation, ja, weil viele sich nicht trauen, selber zu masturbieren. Das bringt mir ja eh nichts, ja, oder dann meine Freundin möchte das nicht oder meine Frau möchte das nicht und ich fühle mich schuldig dabei. Vergiss sowas, denn es gibt sehr, sehr wichtige Gründe, weswegen du mindestens 4 bis 5 Mal in der Woche entweder Sexualverkehr mit deiner Frau oder Freundin hast oder wo du eben masturbierst, wenn die nicht zur Verfügung steht oder du vielleicht sogar Single bist. Ja, und zwar ein erster wichtiger Grund, um Masturbation zu praktizieren, ist, dass der Schwellkörper des Penises, ja, er wird automatisch trainiert, ja, er wird trainiert, das ist wie ein Muskel. Du gehst ins Muskelstudio, um deine Bizeps aufzupumpen. Ich nicht, ich habe keine großen Bizeps, ich gehe laufen, trainiere meine Beine und dadurch auch mein autonomes Nervensystem. Und das regt natürlich die Blutgefäße an. Und ebenso in der Masturbation. Dadurch werden die Blutgefäße des Penises benutzt, geflutet. Dadurch werden sie quasi trainiert. Wie jeder Muskel im Körper muss auch das trainiert werden. Und das ist ein wichtiger Grund, warum du regelmäßig masturbieren solltest. Ein weiterer wichtiger Grund für Masturbation ist Krebs. Prostatakrebs. In deinem Samen, in der Samenflüssigkeit und in der gesamten Prostata und in diesen ganzen Vorhöfen medizinisch gesehen, ja, dort sitzen sehr, sehr viele Bakterien, Viren. Das ist ein sehr aggressives Milieu. So nennen wir das in der Medizin. Und dieses aggressive Milieu, das muss heraus. Weil wenn diese Bakterien, diese Viren immer in diesen Bereichen bleiben, dann steigt die Wahrscheinlichkeit für Erkrankungen der Genitalbereiche. Wie Prostata, also Prostatakrebs ist ja fast jedem Mann geläufig und ein sehr, sehr hoher Risikofaktor, mit den Männern dort behaftet sind. Also masturbiere, um Krebs vorzubeugen. Mindestens 4 bis 5 Mal in der Woche. So, was geschieht dann noch, wenn du masturbierst? Denk mal drüber nach. Du bekommst Glücksgefühle. Du wirst euphorisch, weil dein Gehirn Glückshormone ausschüttet und du das auch in deinem Körper und in deinem gesamten Wohlbefinden spüren wirst, dass es dir mit Masturbation durch die Ausschüttung der Hormone viel, viel besser geht, wie wenn du nicht masturbierst, weil das Belohnungssystem im Gehirn wird aktiviert. Mit jedem Mal masturbieren, man darf es wie bei allen Dingen natürlich
nie übertreiben, dann wird es zur Sucht, dann gibt es andere Gründe. Aber 4 bis 5 Mal in der Woche, alles in Ordnung, gar kein Problem. Absolut im gesunden Bereich, sogar bis zu 15 Mal, alles im gesunden Bereich kannst du gerne machen. Ja, das Belohnungssystem im Gehirn wird aktiviert und dadurch erlebst du eben immer wieder ein Lustgefühl, womit wir auch zur nächsten wichtigen Grund kommen, weswegen du 4 bis 5 Mal in der Woche mindestens masturbieren solltest. Denn dadurch, dass die Glücksgefühle und die Euphorie und das alles ausgeschüttet wird an Hormonen, dadurch beugst du sogar Depressionen vor. Du kannst weniger depressiv werden, wenn du dir öfters mal einen von der Palme wedelst. Ja, es ist einfach so, es ist eine medizinische Realität. Es ist kein Hokuspokus, sondern medizinische Realität in wissenschaftlichen Studien untermauert. Also 4 bis 5 Mal in der Woche masturbiere, denn dadurch wird auch das Kuschelhormon Oxytocin freigeschüttet. Das sorgt für Wohlempfinden, das sorgt für innere Ausgeglichenheit, für Entspannung, ja, dass ich mich angenommen und gut fühle, ja, und vor allen Dingen wird Testosteron auch zusätzlich aktiviert. Der Testosteron, der Körper reichert mehr Testosteron an. Das beugt wiederum Erektionsstörungen, Impotenz vor und du bekommst eine stärkere Libido dadurch. Also du wirst dann mehr Lust verspüren und das wird dich natürlich immer mehr auch zu weiblichen Menschen hinziehen. Und wenn du Single bist, dann führt das sogar dazu, dass dein Wunsch, eine Frau zu bekommen, mit ihr sexuell aktiv zu werden und sich darüber hinaus natürlich eine tolle, wunderbare, schöne Beziehung entwickelt, die dein Leben enorm bereichern wird, die Wahrscheinlichkeit steigt einfach nur dadurch, dass du 4 bis 5 Mal in der Woche masturbierst. Also, ich würde mich darüber freuen, dass du damit beginnst, dass du diese Schuld- und Schamgefühle, die damit möglicherweise verbunden sind, weil man dir es damals auch so erzählt hat, ja, vergiss das, lass das sein, beginn zu masturbieren, zu onanieren, hab deinen Spaß dabei, es ist völlig in Ordnung, es gehört zum Menschsein dazu. Wenn du eine Partnerin hast, dann kannst du natürlich auch gerne ersatzweise mit ihr ein sehr schönes, umschwängliches Liebesleben realisieren. Und wenn es jetzt bei dir so ist, dass du dich da so etwas von blockiert fühlst, dass das so auf enorme Ablehnung bei dir trifft, ja, oder du vielleicht sogar ganz starke Schuld- und Schamgefühle hast und dir es überhaupt nicht zutraust, dir überhaupt mal selber einen runterzuholen, ja, dann nimm gerne Kontakt zu mir auf, dafür bin ich Sexualtherapeut oder Sexualcoach und genau darauf habe ich mich spezialisiert, die Menschen darüber hinaus in die sexuelle Erfüllung, in die Freude, in die Lust zu einem guten Sexualleben zu führen, sodass deine Lebensqualität dadurch enorm sich verbessern wird. Also, du kannst dazu einfach Kontakt unterhalb dieses Videos oder oberhalb des Videos aufnehmen. Du wirst schon wissen, wie du zu mir kommst. Auch über die sozialen Kanäle findest du mich. Ich freue mich auf dich. Bis bald, dein Nils.